Dein Stream, deine Regeln, so ist es. Ja, was hat, das hat vorher nie jemand reingeschrieben. Das ist natürlich auch ein bisschen ungünstig gewählt oder ist es mit Absicht gemacht? Dass sie hier Köpenicker Straße im Intro haben. Glaubt ihr das mit Absicht oder ist ein Fail? Skalitzer und Köpenicker. Oder soll das einfach nur zeigen, da geht's zu Hertha, da geht's zu Union? Was meint ihr? Eins, wenn ihr glaubt, das ist ein Missgeschick. Zwei, wenn ihr glaubt, das ist genauso geplant. Er hat doch ein Smiley als Ohrring, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, da muss er ja lachen. 2, 1, 1, Fail, mit Absicht, 1, 1, 2, 1, was sonst bei Hertha? Ja, da scheiden sich die Geister, ob das mit Absicht ist. Wir werden sehen, wie lange das Intro bleibt. Fresher Dude ist er auf jeden Fall hier mit seiner Schlaghose. Sehr, sehr fresh. Also ich könnte es nicht tragen, aber sieht fresh aus bei ihm. Dann legen wir los. Jean-Paul, herzlich willkommen bei Hertha. Dein üblicher Kosename ist Djanga. Stimmt. Sollen wir dich auch so nennen? Ja, gerne. Woher oder wie kamst du denn zu dem? Der hat fast so ein schönes Lächeln wie Yachi, aber auch nur fast. Das war ein Tag. Ich war einfach mit meinen Kumpels unterwegs und wir haben damals gesagt, okay, jeder braucht eine neue Spitzname. Und die sind damals dann mit Djanga gekommen. Wir waren damals 12 Jahre ungefähr, also seitdem habe ich... Boetius Grinsey Emote, muss ich Hammer Graphics fragen, ob er mir den machen kann. Ne, Spitzname. Sehr schön. Kannst du uns zum Einstieg erzählen, wie deine Gespräche mit Freddy Bobic und Sandro Schwarz liefen? Mit Sandro Schwarz liefen sowieso sehr einfach, sehr gut. Ja, den kenne ich schon lange. Wir sind sehr gut miteinander, auch in seiner Zeit nach Mainz waren wir immer noch sehr eng in Kontakt miteinander. Nicht nur über Fußball, aber auch wie... Ja, neben des Fußball. Und ja, als er hier hingekommen ist, hat er damals schon gesagt, als er Djanga, ich wollte gerne wieder in meiner Mannschaft haben. Krass, dann muss ja der Kontakt wirklich von Anfang an, seit dem Wechsel von Sandro Schwarz bestehen, also wirklich schon seit Anfang der Transferphase. Dafür hat sich dann natürlich sehr, sehr lange hingezogen, muss man sagen. Ne? Ja, ein bisschen sieht er aus wie Sydney, findet ihr? Ja, so oft habe ich den nicht gesehen. Ja, wegen der Frise vielleicht so ein bisschen. Die zusammenarbeiten und ich war natürlich auch, immer heißer drauf, mit ihm zusammenzuarbeiten und wo das dann war, das war für mich sowieso egal, aber... Aber ich bin auch der falsche Ansprechpartner, wer aussieht wie jemand anderes, weil ich immer finde, ich sag immer zu Nali, wenn wir irgendwas gucken, ey, das ist doch der und der, ne? Dann sagt sie immer nur so, oh mein Gott, du bist so schlecht, weil ich einfach immer alle Leute verwechsel. Also ich kann mir auch keine Gesichter merken. Also wenn ich euch schon mal live gesehen habe und euch nicht wiedererkenne, denkt nicht, ich bin arrogant, ich kann mir Gesichter einfach nicht merken. Ich kann mir einfach keine Gesichter merken. Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Wirklich, es ist gruselig. Wenn einer nur sich eine Frisur verändert, dann ist es für mich schon wieder ein komplett anderer Mensch. Wooster83, danke für dein Prime-Abo, 10. Monat am Start, du geile Sau. Hier jetzt wieder in der Bundesliga bei Vereinen wie Hertha ist natürlich super. Du hast ja nur unter Ronald Koeman häufiger gespielt als unter Sandro. Kannst du uns erzählen, was die Zusammenarbeit so besonders macht? Ja, manchmal kann man das nicht so erklären. Tja, bei Sandro kann man gar nicht erklären. Was macht ihn denn so besonders? Kann man gar nicht erklären. Keine Ahnung. Eigentlich hat er nichts Besonderes. Außer, dass er mich sehr an Graf Dracula erinnert. Nein, aber Sandro Schwarz muss schon irgendwas haben, so Zwischenmenschliches. Es war ja auch bei Szymański immer im Gespräch, warum die Spieler ihn so abfeiern. Also es haben ja bisher wirklich sehr, sehr viele Leute gut über ihn geredet als Trainer. Das kommt ja nicht von ungefähr. Unter anderem auch Suat, der alte Edelmann. Das Gefühl bei uns ist einfach sehr intens und sehr gut. Und ich sage auch immer zu jedem, das ist mein Fußballpapa. Und ja, das spielt für mich immer noch so. Ey, der hat richtige Ricardo Basile-Vibes, oder? Der Interviewer hier? Warte mal. Zu jedem, das ist mein Fußballpapa. Und... wie er gerade auch so genickt hat, boah, der erinnert mich, nicht nur wegen des Zopfes, aber wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, ich verwechsel sowieso alle, ey, komm, ich spare mir das. Ja, das fühlt für mich immer noch so an. Jetzt bist du bei deinem Fußballpapa. Boetius ist zwar nicht der Schnellste, aber von den Pressingwerten her gehört er zu den 7% der 5 europäischen Top-Ligen. Oh, hast du das analysiert, mein Lieber? Also wenn das so ist, ist das natürlich stark.
Tam, hab heute in meiner Pause Monster Grün gefunden und mir gekauft, um es zu probieren. Nicht schlecht, aber finde das Original am besten. Ja, ich bin ja nicht, ich mag Energy Drinks eigentlich gar nicht so. Ich finde bei Monster halt Grün ganz lecker, dass er halt nach Apfel schmeckt. Oh shit, seit wann ist Ricardo Basile unser Moderator? Tja, kannst du mal sehen. Welche Gründe waren denn noch ausschlaggebend für deine Entscheidung zugunsten von Hertha? Was hat dich besonders überzeugt? Ja, Hertha, das Stadion ist super. Der Stadt natürlich auch. Hauptstadt, Großstadt, das macht natürlich auch. Das war eigentlich der einzige Grund. Zu leben, glaube ich. Ich war noch nie hier, aber ich habe sehr viele Leute dann gefragt, wie ist der Stadt? Und die waren. Zum Beispiel sie, Volk! Alles sehr, sehr positiv. Und ich habe einfach Bock auf wieder auf die Aufgabe hier natürlich, ja. Warst du heute beim Training, Pacho, oder was? Liga, das Level ist natürlich top. Du hast schon gesagt, du warst immer mit Sandro im Austausch. Trotzdem warst du jetzt ein bisschen vereinslos. Mhm. Bist du da jemals irgendwie nervös geworden? Nervös nicht, weil ich war einfach überzeugt, dass die neue Herausforderung eine schöne Herausforderung werden wird. Und ich bin sehr froh jetzt. Aber er wusste ja nicht, wo es hingeht. Wenn Ikellenkamp jetzt keinen Abnehmer gefunden hätte, dann hätte er nicht zu Hertha gekonnt, anscheinend. Also wenn man den Worten von gewissen Leuten trauen darf. Diese Herausforderung. Wir haben mal in deine Story geguckt. Du hast Jeff Dilrosun, unserem ehemaligen Spieler, zu seinem tollen Tor gratuliert. Ja, ja, klar. Habt ihr vor dem Wechsel auch mal gesprochen über Hertha? Ja, natürlich. Ich habe auch 2,5 Wochen mit ihm zusammen trainiert bei Feyenoord. Für mich war das nur fit zu bleiben. Und dort haben wir dann natürlich getroffen und da kamen natürlich die Gerüchte in den Medien über Hertha. Und ich wüsste natürlich das auch auf den Hintergrund, dass das schon mal ein bisschen Kontakt war. Und ich habe keinen Hertha-Spieler im 808 gesehen am Samstag. Da habe ich ihn natürlich auch mal ein paar Fragen gestellt und der war auch immer sehr positiv über den Verein, über die Stadt und alles. Ja, das glaube ich ihm. Wir haben, so wie gesagt, viel darüber geredet. Du hast deine wichtigen Erfahrungen, deine Zeit bei Feyenoord angesprochen. Du warst ja auch viel unterwegs im Ausland. Du warst in Basel, in Genk, hast da wichtige Erfahrungen gesammelt. Dann warst du in Mainz und hast die Bundesliga erstmals kennengelernt. Und jetzt spielst du hier weiter. Ja. Was macht für dich die Bundesliga aus? Was fasziniert dich an dieser Spielklasse? Einfach, dass es auch, also die volle Stadion sowieso, Atmosphäre ist immer... Stadien scheinen ihm sehr wichtig zu sein. Das finde ich aber eigentlich cool, dass ihm das so wichtig ist. So oft, wie er schon das Olympiastadion erwähnt hat und wie oft er über Stadien spricht, das scheint ihm schon irgendwie wichtig zu sein, so, ne? Top. Nie negativ eigentlich. Aber das ist von... Ich habe Sergen Isici getroffen, sehr prominent. Bis zum Schluss einfach losgeht. Egal, gegen wer die spielt, was der Stand ist. Also, ja. Das ist für mich wirklich faszinierend. Bundesliga auch eigentlich alles ausmacht. Ja. Abseits der Bundesliga hast du ja auch schon einige Titel gewonnen. Du warst Pokalsieger in den Niederlanden, 2 Superpokalsiege, glaube ich, mit Feyenoord auch, Schweizer Meister und Cupsieger mit Basel, Meistertitel in der Jugend. Welcher dieser Titel war für dich denn der... Okay, Meistertitel in der Jugend. ...schönste, der wichtigste? Der wichtigste? Ja, Mann, natürlich immer Meister geworden. Deshalb war für mich mit Basel... dass wir dann eine Meisterschaft gewonnen haben. Das war für mich einfach der Schönste, ja. Wir möchten dich als Spieler noch... Mit Basel Meister gewonnen, aber der war nur eine Saison in Basel, ne? Danach ist er ja gewechselt. Ein bisschen besser kennenlernen, du bist ja sehr variiert. Sergen produziert ja nicht Musikvideos. Hat er früher gemacht, jetzt macht er selber Musik. Ich sag hier nichts gegen Sergen, mein Bruder, ja? Der war noch viel geiler, der war Samstag im Stream bei diesem Felizio, falls du den kennst. Allein deswegen ist er jetzt schon prominent. Einsetzbar. Hast meistens als Linksaußen oder im offensiven Mittelfeld gespielt. Was ist dir lieber? Eher den offensiven Mittelfeld sowieso. Die letzten Jahre habe ich nur noch auf dem Mittelfeld gespielt eigentlich. An die linke Seite habe ich in der Jugend gespielt und in die ersten Jahre von meiner Karriere. Aber die letzte. Trotzdem hat er mehr Pflichtspiele im Profibereich, hat er auf der... Linksaußenbahn absolviert, laut Transfermarkt.de. Also da hat er wirklich über 130 Spiele absolviert. Ich habe eigentlich nur auf dem Mittelfeld gespielt und das passt mir einfach sehr, viel besser. Beschreib dich unseren... Okay, also er will lieber in der Mitte spielen, aber das passt auch besser zu seiner Endgeschwindigkeit. Da hatte ich ja heute gesagt, ich glaube 32,6 km/h war sein Topspeed letztes Jahr, auch wenn er natürlich antrittsschneller ist als ein Kempf, ist da selbst ein Kempf deutlich schneller in der Endgeschwindigkeit. Auch ein Mitty ist schneller, ein Pekarik ist schneller, also...
war irgendwie auf Platz 186 oder so. Also eigentlich nicht zwangsläufig prädestiniert bei so einer Geschwindigkeit für eine Flügelposition, weil wir brauchen ja auf den Flügeln, wenn wir den Sandro Schwarz Fußball spielen wollen, selbst bei dem alten Fußball, den wir gespielt haben, hat uns ja voll auf das Tempo auf den Flügeln gefehlt. Also von daher Quatsch, wenn er auf der linken Seite spielt. Ist Boetius und Suat zu offensiv? Würde ich nicht sagen. Also ich meine, Boateng, wenn der mit Suat auf der 8 spielt, sind auch zwei klare Achter, wo Boateng wahrscheinlich sogar noch weniger nach hinten arbeitet als Boetius. Boetius hat sogar auch schon auf der 6 gespielt, also selbst das hat er schon gemacht und kann auch nach hinten arbeiten. Wenn man jetzt den Statistiken Glauben schenken darf und das, was die Mainzer so sagen, dann ist er halt auch einer, der sehr, sehr viel läuft. Und von daher würde ich gar nicht mal sagen, dass er jetzt offensiver zum Beispiel ist als ein Boateng. Natürlich ist er offensiver, als wenn ich da einen Toussaint hinstelle. Aber ein Toussaint hat für mich auf einer 8 auch nichts verloren. Wenn es doch mal ein bisschen in ein bis zwei Sätzen. Worauf können Sie sich denn freuen bei dir? Spielfreude. Ich gebe immer Gas. Und, das haben ihm ja alle Mainzer auch bescheinigt, dass er immer alles gibt. Dass er aber eben viele Böcke stellungsspielmäßig und passmäßig drin hat. Ich versuche einfach. Ja, das stimmt. Also, Darida läuft auch viel, absolut. Auch die Leute, die einfach im Stadion sind, einfach zu entertainen. Stimmt es, dass du dein fußballerisches Talent vor allem deiner Mutter verdankst? Stimmt, ja. Sie hat Fußball gespielt? Sie hat selber Fußball gespielt, konnte auch auftreten für die Nationalmannschaft. Frauen, damals war es noch nicht so groß als jetzt. Aber ja, ich habe das Talent von meiner Mutter wahrscheinlich. Wie wichtig war deine Familie für deine Karriere? Sehr wichtig, vor allem in den ersten Jahren natürlich. Jetzt bin ich ein erwachsener Mann, natürlich. Da muss er selber lachen. Man ist schon sympathisch ist er auf jeden Fall, das kann man ihm nicht absprechen. Wichtig, vor allem in den ersten Jahren natürlich. Jetzt bin ich ein erwachsener Mann, natürlich. Aber ich liebe die immer noch. Aber ja, in der Jugendzeit natürlich waren die immer für mich da. Haben dafür gesorgt, dass ich immer die Fußballschuhe habe. Dass ich immer, einfach bei meinen Spielen war immer Familie dort, deshalb ein riesiges Dankeschön an meine Familie. Ja. Jetzt bist du sehr weit gekommen, hast schon einige Vereine gehabt. Jetzt kommt eine neue Herausforderung in Berlin. Wer begleitet dich denn zu uns in die Hauptstadt? Meine Freundin und meine Tochter sind dabei. Freundin, noch nicht verheiratet, aber eine Tochter. Sehr süß, dass er eine schöne Tochter hat. Das ist ein geiles Bild für die Mode. Also gerne mal einer screenshotten. Kann mal einer das screenshotten kurz? Vielleicht können wir das als Emote nehmen. Das ist ganz geil eigentlich, als Emote-Bild. Irgendwie, ich hätte den so eingeschätzt, dass der irgendwie noch Single ist. Ich weiß auch nicht. Der hat so diese so krass lockere Art. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hätte ich den so eingeschätzt, dass er sich nicht festbindet. Aber ist doch süß. Dann bringt er seine Liebsten auf jeden Fall mit. Und wenn du gerade nicht auf dem Platz stehst, was machst du? Der ist für uns auf jeden Fall für die 8 geplant, bin ich mir sicher. Und am liebsten in deiner Freizeit? Schwierig. Ich mache viele Sachen eigentlich. Also jetzt kommt wieder typische Fußballer-Antwort. Essen gehen, Playstation spielen und Zeit mit meiner Familie verbringen. Natürlich bin ich dann mit meiner Familie unterwegs. Aber ich liebe Paddeltennis. Paddeltennis? Was ist das denn? Auch mal ein bisschen Golf. Gegen wen spielst du am liebsten? Ich bin eigentlich mit Freunden unterwegs. Also so gegen wen, dass ich mir dann... Ja, eigentlich eben. Gegen Sandro Schwarz. Ich will einfach gewinnen. Sehr gut. Djanga, vielen Dank. Bitteschön. Schade eigentlich, dass er nicht Djanga auf dem Trikot hat. Ich feiere das ja immer wie bei Zecke damals, wenn Leute ihre Spitznamen auf dem Trikot haben. Das fand ich immer ganz geil. Ja, auf jeden Fall bleibt dabei. Super sympathisches Kerlchen, kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass er uns fußballerisch weiterbringt. Ich setze große Stücke auf ihn und hoffe, dass er das auch bestätigen kann unter Sandro. Jetzt hat Sandro da seine zwei Eckspieler mit Suat und mit Boetius, dann müsste es doch eigentlich klappen. Hoffen wir es mal.